Herzlich willkommen zum 9. Input. Wir beschäftigen uns mit Schleifen. Und zwar, Sie sehen es schon, haben wir hier keinen Zähler mehr, sondern die Frage, bin ich schon fertig? Also beschäftigen wir uns nach unserem Arbeitsprogramm mit den Schleifen mit Bedingungen. Wie zuvor unsere Zielsetzungen. Sie können Probleme durch Reduktion der Bedingungen und sprachliche Strukturierung vereinfachen und grafisch lösen. Sie kennen die Schleife in Informatik als Struktur für wiederholte Ausführung mit Sprüngen im Programmablauf. Und das ist quasi das Neue, das andere ist nochmal, dass Sie das wiederholt daran üben können. Sie können einfache Probleme mittels einer While-Schleife lösen. Wo stehen wir? Wir haben eine Streuobstwiese, die wir mit einem Mähroboter mähen möchten. Auf unserer Streuobstwiese stehen verschiedene Bäume. Dieses Szenario haben wir modelliert und visualisiert mit unserem Werkzeug, also unserer Kunstwelt Fopbot. Und Sie sehen, ein Baum entspricht modelliert einem Block in dieser Welt. Was wir weiter vorgenommen als Modellierung, dass wir eine Welt von vordefinierter Größe haben, nämlich der Größe 15 mal 15. Was war die bisherige Struktur unserer Lösung? Wir hatten es aufgeteilt in äußeres Vorgehen, also die Spalten entlanglaufen, und das innere Vorgehen, nämlich eine Spalte entlanglaufen und dabei ausweichen. Und hier sehen Sie nochmal, wie das Ausweichen einzeln passieren soll. Also hier kommen wir genau auf diese kleine Ebene, indem wir wirklich die einzelnen Anweisungen haben, mit nach vorne laufen, links drehen und rechts drehen. Und das äußere Vorgehen, was quasi alle Spalten betrifft, mache 15 Mal, laufe Spalte entlang, das haben wir bereits erledigt und das war die Wiederholung mit fester Anzahl. Denn zur Erinnerung, mache 15 Mal, wir haben eine feste Anzahl und dies können wir mit einer Vorschleife lösen. Nun das Arbeitsprogramm für heute. Wir wollen eine Spalte entlang laufen und da wollen wir uns wiederholt fragen, bis die Spalte zu Ende ist, wollen wir uns immer fragen, ist ein Baum vor dir? Ja, weiche aus, ansonsten lauf einen Schritt weiter. Und das ist das, worüber wir uns heute kümmern werden. Nun stellt sich die Frage, wie stellen wir fest, dass eine Spalte zu Ende ist? Also unser Roboter, wir könnten uns ihn hier vorstellen und schaut nach oben, der hat eine Methode namens isFrontClear. Die unterscheidet aber nicht, ob wir hier vor einem Block stehen oder ob wir von der Wand stehen. Also wenn wir lang wollen, dann laufe so lange, bis isFrontClear irgendwie noch erfüllt ist, dann würde er laufen und dann wüssten wir nicht, sind wir jetzt bis hier, ist das schon das Ende der Welt, also quasi das Ende der Spalte und müssen hier umdrehen oder müssen wir ausweichen? Denn wenn wir sagen, oh, wir weichen dann immer aus, würde unser Roboter auch versuchen, hier oben auszuweichen, das funktioniert nicht. Also die Möglichkeit ist keine Option für uns. Wir wissen auch nicht, wie viele Bäume in einer Spalte stehen. Wir können nicht sagen, wenn du einmal ausgewichen bist, das merken wir uns, dann weißt du, wenn dann ist von clear, also wenn quasi die Sicht nicht mehr frei ist, dann ist man im Ende. Das stimmt nämlich auch nicht, denn in dieser Spalte hier haben wir zwei Bäume und ansonsten haben wir wie hier keinen Baum oder einen Baum. Also das ist auch keine Option von uns. Wir kennen aber die Ausmaße der Welt in den Koordinaten. Also, wenn wir beispielsweise Blickrichtung nach oben haben, deswegen hier nochmal ab und nach oben laufen, wissen wir, wann es zu Ende ist. Nämlich, wenn die Y-Koordinate, das ist diese hier, 14 ist. Zur Erinnerung, hier zählen wir die X-Koordinaten, hier zählen wir die Y-Koordinaten. Also, wenn wir nach oben laufen, sind wir dann zu Ende, wollen nicht mehr weiterlaufen, wenn die Y-Koordinate 14 entspricht. Und wenn wir nach unten laufen, also hier, wissen wir, bei y gleich 0 sind wir ebenfalls am unteren Ende angekommen. Diese Idee werden wir nämlich jetzt weiterverfolgen. Wir haben nämlich genau die entsprechenden Methoden. Erstens, wir können mit, hier steht immer nochmal der Rückgabetyp vorher, mit der Methode getDirection unseren Roboter fragen, schaust du nach oben oder schaust du nach unten? Und dann sagen, okay, und dann wissen wir, was wir überprüfen müssen. Und mit getY oder auch getX für andere Fälle können wir unseren Roboter fragen, welche Y-Koordinate hast du gerade? Und damit werden wir weiterarbeiten. Zum Kennenlernen der Struktur der bedingten Anweisung reduzieren wir aber erneut das Problem. Und zwar konzentrieren wir uns auf einen Fall,
nämlich auf diesen hier. Wir laufen nach oben und das Ende der Spalte ist bei y gleich 14. Wann soll der Roboter weiterlaufen? Er soll so lange weiterlaufen, wie die y-Koordinate kleiner als 14 ist. Das ist nämlich genau in diesem Bereich der Fall. Dann ist die y-Koordinate echt kleiner und dann wollen wir noch einen Schritt weiterlaufen. Und da haben wir schon mal unsere Bedingung für unsere Schleife gefunden. Nun wollen wir unsere neue Idee weiter strukturieren. Also Bedingungen, die wir gerade gefunden haben, finden wir hier nochmal versprachlicht. Wenn die y-Koordinate des Roboters kleiner als 14 ist, wiederhole fortlaufend. Wir sind einmal hier. Dann fragen wir uns als erstes, die y-Koordinate ist kleiner als 14? Ja, sie ist nämlich 0. Dann fragen wir uns, ist das Feld vor dem Roboter frei? Das können wir, wenn wir hier den Roboter haben, mit Ja beantworten. Denn hier ist das Feld frei. Deswegen können wir hier in den Ja-Teil und sagen, laufe einen Schritt. Dann sind wir hier und müssen wieder fragen, okay, ist die y-Koordinate des Roboters noch kleiner als 14? Ja, sie ist 1. Der Schritt ist auch frei. Dann, also der Blick ist frei, gehen wir wieder in den Ja-Teil, laufen einen Schritt. Nun sind wir hier. Die y-Koordinate ist 2, also kleiner als 14. Dann fragen wir den Roboter, ist das Feld vor dir frei? Ist es nicht? Also muss er ausweichen und landet hier. Und so wird es immer weitergehen. Und für dieses, wenn irgendwas wiederhole fortlaufen, haben wir noch andere sprachliche Konstrukte, die da aber das Gleiche meinen und ebenfalls mit einer Weilschleife modelliert und implementiert werden würden. Während die Bedingung gilt, solange bis oder im Englischen while oder until. Wie können wir uns das jetzt noch mal vorstellen? Also wir haben einen kreisförmigen Kontrollfluss. Nehmen wir immer wieder hier und wir haben einen festen Aus- und Eingangspunkt zum Verlassen der Schleife. Wir sind hier, bin ich schon fertig? Noch nicht fertig. Wir gehen einmal rum. Sind wir schon fertig? Ja, nein, wir sind noch nicht fertig. Und wieder weiter. Und wenn wir fertig sind, haben wir hier genau einen Punkt, an dem wir die Schleife verlassen. Also wir lassen sie nicht irgendwo, sondern wir fragen immer an der gleichen Stelle und an dieser Stelle würden wir es auch verlassen. Und wenn wir einen Durchlauf begonnen haben, also hier einmal rumfahren, dann müssen wir auch alles, was hier drin steht, also den gesamten inneren Anweisungsblock, komplett durchlaufen. Wir können nicht zwischendurch einfach abbrechen. Nun schauen wir uns unser Beispiel von eben nochmal im Flowchart, also im Flussdiagramm bzw. im Programmablaufplan an. Das sind alles einfach nur Begriffe für das gleiche Diagramm. Ist die y-Koordinate des Roboters kleiner als 14? Dann ist hier einmal von hier bis hier ein petrolfarbener Pfeil und das ist in dem Fall ja, dann würden wir weitermachen. Und hier im oberen Fall, wo y gleich 14 steht, würden wir hier nein und sagen, okay, machen wir weiter mit dem restlichen Programm. Aber von hier bis hier würden wir hier in diesen Ja-Teil kommen. Dann fragen wir uns, ist das Feld vor dem Roboter frei? Das ist genau dann ja der Fall, diesem hellen Orange, wie es hier markiert ist. Also hier ist das Feld vor dem Roboter frei und in diesem Bereich. Dann müssen wir einfach nur einen Schritt laufen. Aber wenn das Feld nicht frei ist, also im blauen Teil, müssen wir ausweichen. Und wir müssen einmal ausweichen, wenn das der Fall ist. Oder hier ist das Feld zwar nicht frei, aber hier würden wir schon gar nicht mehr reinkommen, weil hier die y-Koordinate schon gleich 14 ist und nicht mehr kleiner als 14. Und hier ist auch gut erkennbar, wie quasi der Computer oder alle Maschinen mit Algorithmisierung die bedingte Wiederholung umsetzen, nämlich durch fortlaufendes Abfragen. Und hier wird auch wieder gut erkennbar, wie wir schon bei der Vorschleife gesehen haben, dass wir Sprünge im Programmablauf haben. Und das sind wie zuvor diese hier, dass wir immer quasi etwas machen und dann wieder zurückspringen. Und nun zeige ich Ihnen nochmal, wie wir das in der Kunstwelt vor Bord umkommen. Wir haben hier wieder eine Vorlage und die heißt, ich weiß nicht, wie das Pendant zum Englischen so lange, nämlich while. Dann in runden Klammern unsere Bedingung, dann geschweifte Klammer auf, das, was wir quasi fortlaufend machen wollen und geschweifte Klammer zu. Es sieht von der Struktur ganz ähnlich aus wie unsere bedingte Anweisung mit dem if. Da hatten wir quasi zur Erinnerung if, dann auch runde Klammern Bedingung und diesmal haben wir quasi solange die Bedingung gilt, mache das, was hier bei Punkt steht, fortlaufend. Und genau in diesem Beispiel, was wir hier gemacht haben, schauen wir uns das jetzt nochmal direkt live in der Kunstwelt an.
Wir sind jetzt direkt in der Kunstwelt in IntelliJ und hier sehen wir schon, wie wir es auch von der Vorschleife kennen, wie wir zum Beispiel unsere Apfelbäume initialisiert haben. Und was wir jetzt aber neu haben vom letzten Mal, dass wir unseren Roboter haben, der jetzt sich auch nach rechts drehen kann und der schnell laufen kann. Eine Sache hatten wir aber noch, wir hatten, dass er ausweichen soll. Diese Methode haben wir aber noch gar nicht geschrieben. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie ein Roboter ausweicht. Wenn der Roboter in Blickrichtung etwas vor sich hat, dann kann er nicht gerade auslaufen. Wir sagen, er soll zum Beispiel nach rechts ausweichen. Wie machen wir das? Wir können this.turnRight benutzen. Und wir können ja nach, das bedeutet, dass wir hier in der Methode Sidestep wiederum die Methode turnRight aufrufen. Also wir wollen nach rechts gehen. Dann schauen wir um unser Hindernis drumherum. Dann laufen wir eins. Dann müssen wir uns wieder nach links drehen. Jetzt wollen wir einmal dran vorbeilaufen. Und dran vorbeilaufen können wir ja machen, indem wir zwei Schritte laufen. Dann müssen wir uns hier wieder zurück nach links drehen. Wieder einen Schritt laufen, damit wir in unsere ursprüngliche Zeile kommen. Und wieder nach rechts drehen. Jetzt haben wir schon mal die Methode, dass wir wissen, so können wir einmal um einen Block, der direkt vor uns steht, drumherum laufen. Jetzt können wir wieder zu unseren gehen und jetzt wollen wir genau, das war quasi die Schleife vom letzten Mal, die wollen wir jetzt anders machen. Und zwar, wie wollen wir laufen? Dazu zeige ich Ihnen nochmal unsere Visualisierung von eben. Und zwar sehen Sie hier einmal rechts die Visualisierung, die wir haben, wie wir uns überlegt haben, was der Ablauf sein muss. Und da hatten wir auch schon notiert, wie denn das Schlüsselwort für unsere Bedingungsschleife ist, nämlich while. Und damit fangen wir an. Also wir wollen eine Schleife haben und als erstes wollen wir abfragen. Und deswegen wollen wir uns das nochmal als Kommentar aufschreiben, was wir eigentlich machen, damit Sie besser sehen, wie die einzelnen Schritte, die wir uns hier rechts in der Visualisierung haben, zu unseren eigenen Zeilen matchen. Also ist die Koordinate quasi, solange die y-Koordinate des Roboters kleiner 14 ist, ist gerade while y ist kleiner als 14. Und wie setzen wir das direkt um? While hatten wir eben schon als Schlüsselwort. Dann ganz analog, wie wenn wir sonst eine Bedingung bei zum Beispiel if oder if else hatten, da hatten wir auch eine Bedingung. In runden Klammern schreiben wir jetzt die Bedingung. Und die y-Koordinate können wir ja gerade mit, diesmal mit Alice genannt, wollen wir Alice, get y, soll kleiner als 14 sein. Das ist unsere Bedingung. Denn solange das passiert, wollen, das ist ja genau, wenn das passiert mit ja, wollen wir diesen Teil wiederholen. Jetzt müssen wir fragen, ob das Feld frei ist. Und das schreiben wir alles hier in die markierten gelben geschweiften Klammern. Das ist nämlich das, was wir fortlaufend ausführen wollen. Gerade nochmal, ist Feld vor Roboter frei? Das ist ja genau eine Bedingung. Deswegen brauchen wir einmal das if. Und wenn das Feld frei ist, können wir genau abfragen mit isFrontClear. Jetzt nochmal, der Fall, der als erstes auskommt bei dem if, ist genau das, was bei dem ja passiert, also laufe ein Feld. Andernfalls, das ist genau der Fall, der hier bei nein auftritt. Für das andernfalls brauchen wir den else-Teil. Und nochmal bei Erinnerung, else hat keine runden Klammern wie das if, denn das else bezieht sich ja auf die gleiche Bedingung, nur genau dann, wenn der Fall nicht ist. Wenn wir jetzt schreiben Alice, sehen Sie Sidestep? Haben wir nicht. Warum haben wir das nicht? Das hat einen Grund. Wir haben oben den Roboter Alice als Roboter, der nur nach links drehen kann, angelegt. Wir wollen aber einen Roboter, der nach rechts drehen kann. Deswegen verändern wir es gerade. Wir wollen einen Roboter Right haben und das auch. Wir wollen einen Roboter haben, der nach rechts drehen kann. Und wenn wir jetzt das nochmal probieren mit Sidestep, jetzt können wir nach rechts drehen, weil wir jetzt angegeben haben, das ist ein Roboter, Alice ist ein Roboter, der nach rechts drehen kann. Und wir haben es
quasi so, weil wir es bei Robert Wright reingeschrieben haben. Wir haben auch unser quasi unser Ausweichen und unser Schnelllaufen. Das können nur Roboter, die auch nach rechts drehen können. So, das haben wir auch gemacht. Also das ist quasi if front is clear. Also if front is clear, im Ja-Fall, also ist genau unser Hier-Fall, wenn wir Ja machen, lauf einfällt und es ist Nein, mach das. Okay, und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Und wir sehen, Alice läuft ganz schnell und ist gerade ausgelaufen. Das ist irgendwie in der Zeile noch nicht so spannend, weil es gibt gar nichts zum Ausweichen. Wir nehmen jetzt mal eine andere Zeile. Und zwar, wir zählen mal hinten runter, das ist die 14, 13, 12, 11. Wir nehmen mal die x-Koordinate 11, dann ergibt es zwei Sachen zum Ausweichen. Wir lassen Robert es bei 11 starten und schauen es nochmal an. Und Sie haben gerade gesehen, sie ist ausgewichen. Und dazu, dadurch, dass das Rechtsdrehen ja eigentlich ein dreifaches Linksdrehen ist, sieht es aus, als würde sie sich ganz oft im Kreis drehen. Aber das ist einfach nur durch das Rechtsdrehen als Linksdrehen. Genau, und sie hat es geschafft, einmal komplett auszuweichen. Also das können wir jetzt. Ich will Ihnen noch ein weiteres Beispiel zeigen. Dazu lassen wir erstmal Alice wieder bei 0 starten. Und zwar wollen wir uns jetzt folgende Beschreibung anschauen. Und zwar wollen wir uns jetzt folgendes Beispiel anschauen. Bis Roboter Alice keine Münzen mehr mit sich führt, soll Alice geradeaus fahren und auf jedem Feld des Weges eine Münze verteilen. Deswegen lassen wir sie einmal bei 0 starten. Okay, was machen wir jetzt? Als erstes wollen wir die Struktur erkennen. Es ist ja sowas wie, bis bei einer Bedingung erfüllt ist, führe Anweisung aus. Und das ist auch quasi wieder, dass wir eine Schleife mit Bedingungen erkennen. Und zwar, und jetzt ist ja also unser nächster Schritt, was ist denn der Randfall? Also wann soll denn die Ausführung nicht mehr durchgeführt werden? Wenn sie keine Münzen mehr hat. Da haben wir jetzt unterschiedliche Münzen, quasi bis es falsch ist, mit dass sie has any coins hat oder dass die Anzahl der Münzen 0 ist. Und deswegen können wir als Bedingung nehmen, has any coins oder get number of coins größer 0. Hier haben wir einmal die Freiheit. Und das wollen wir jetzt auch gerade nochmal umsetzen. Also da wäre einmal unsere Schleife. Ich lasse es mal von der Struktur, das while, damit Sie es nochmal sehen. Also quasi while Alice has coins. Das können wir zum Beispiel modellieren, indem wir sagen has any coins ist wahr. Und nur noch mal als Erinnerung, wir müssen jetzt nicht gleich true schreiben, sondern das wird ja genau dann angewertet, was das wahr ist, aber alice.hasAnyCoin gibt uns schon genau einen Wahrheitswert, wahr oder falsch. Deswegen können wir es einfach so schreiben. Dann hat mir gesagt, solange sie Münzen hat, soll sie laufen und eine Mütze ablegen. Und jetzt wollen wir sie bei 0,0 starten und wir nehmen nicht mal 1000 Münzen, sondern weniger als unsere Höhe, sondern wir nehmen nur mal 6 Münzen. Wir schauen, ob es funktioniert. Alice läuft. Deswegen, hier hatte sie noch Münzen. Sie ist 1 gelaufen und eine Münze abgelegt. Deswegen haben wir auf dem Feld mit den Koordinaten 0,0 keine Münze. Hier hat sie die Münze abgelegt und sie ist nicht weitergelaufen, weil sie keine Münze mehr hat. Und sie hat genau ihre 1, 2, 3, 4, 5, 6 Münzen abgelegt. Und das war jetzt nochmal, also kein Beispiel zu unserer Streuobstwiese, sondern einfach mal ein kürzeres Beispiel nochmal zur Illustration, dass wir quasi von der Aufgabenstellung erstmal rausrücken, was soll eigentlich gemacht werden. Und auch wenn wir uns zum Beispiel entscheiden, eine Schleife mit Bedingungen zu schreiben, was ist denn die Fortsetzungsbedingung? Also hier war es, solange Alice Münzen hat. Das haben wir mit Has Any Coins gemacht. Aber wir hätten auch, ich schreibe es nochmal als Kommentar hin, schreiben können, Alice get number of coins größer 0. Das würde genau das Gleiche machen. Denn wenn sie die letzte Münze abgelegt hat und dann der Randfall ist gleich 0 eintreten würde, würde diese Schleife nicht mehr ausgeführt werden. Und das war's einmal zu den Schleifen mit Bedingungen.